Hi und herzlich willkommen zur 27. Woche. Wir steigen gleich ein mit dem Weg zum Arzt. Da wollte ich euch nämlich was erzählen. Schaut mal. Leute, ich muss euch was erzählen. Ich habe heute Nacht geträumt, dass ich mit meiner Ärztin im Krankenhaus bin und die ganze Zeit halt geredet habe. Und ich habe immer so gesagt, ja, und das Kind ist schon so groß und so kräftig. Und es kommt mir so vor, als wenn es raus möchte. Die ganze Zeit. Und dann hat meine Ärztin gesagt, na gut, dann machen wir jetzt halt einen Schnitt. Jetzt. Und ich dachte so, ja cool, geil, dann kriege ich das Baby jetzt schon. Machen wir jetzt den Schnitt. Und sie fing an, die Ärzte zusammenzurufen. Komm, wir machen jetzt hier einen Schnitt und so. Patientin ist bereit, Kind ist groß und so. Und dann fiel mir ein, nein, halt, stopp, habe ich zu ihr gesagt. Ich bin noch gar nicht so weit, ist doch noch viel zu früh. Geht noch nicht. Wir müssen tatsächlich noch ein bisschen warten. Und dann bin ich halt richtig wach geworden und habe halt gemerkt, dass Schripple dermaßen Rambazamba gemacht hat im Bauch und ich deshalb das wahrscheinlich geträumt habe. Ich weiß nicht, was es gemacht hat. Es hat sich nicht umgedreht. Ich meine immer noch, also wir werden es jetzt sehen, wir sind auf dem Weg zum Arzt. Ich meine immer noch, dass es Schädellage liegt mit den Beinen nach rechts, Po nach links. Bin ich gespannt, ob ich recht habe. Aber das war ganz verrückt. Aber wie gesagt, ich habe das wahrscheinlich geträumt, weil das Baby so mega Action im Bauch gemacht hat und so getreten hat die ganze Zeit. Naja, und dann war ich halt richtig wach kurz vor sechs und dann hat es dann auch langsam wieder aufgehört. Aber schlafen konnte ich dann nicht mehr. Bin ich aufgestanden. Aber das war wirklich verrückt. So Action am frühen Morgen. Normalerweise ja, immer nur, wenn ich mich hinlege, also wenn ich mich die ganze Zeit bewegt habe und dann hinlege, dann wird das Kind normalerweise wach und tritt und strampelt und macht und tut. Aber so mitten aus dem Schlaf heraus dadurch aufgeweckt zu werden, war schon sehr wie ein kleiner Inkibiss im Bauch. Ja, bei der Untersuchung ist dann tatsächlich rausgekommen, dass Schripple schon ganz schön groß ist. Schon etwa, naja, geschätzt 2 Wochen weiter, aber immer noch komplett im Rahmen und im Radius des Normalen. Auf 1071 Gramm hat sie das Kind geschätzt. Und sie hat gesagt, wir sollen immer weggucken. Also wir wollen das Geschlecht nach wie vor nicht wissen. Und deswegen hat sie, als sie den Oberschenkel gemessen hat, hat sie gesagt, ja, jetzt gucken Sie mal weg. Nicht, dass man denn doch was sieht. Und sagst, oh ja, noch nicht gucken, auf keinen Fall gucken. Ich weiß ja nicht, oh, das Kind ist ja sehr freizügig, so hat sie gesagt. Jetzt meint man vielleicht, ja, das könnte sein. Also wenn es so freizügig und auf den ersten Blick zu sehen ist, dann muss es ja wohl ein Junge sein. Aber wir haben die Erfahrung bei Yalu schon gemacht, dass so eine Kommentare kamen. Und Yalu war ja dann doch auch ein Mädchen. Deswegen gebe ich darauf gar nichts. Muss man nicht bewerten. Außerdem bin ich ganz stolz auf mich. Ich habe ihr gesagt, bevor sie den Schallkopf raufgelegt hat, Moment, ich bestimme mal kurz genau, wie es liegt. Also, Kopf nach unten, Füße auf der rechten Seite und Po, Rücken links. Na, sage ich dann auch so. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, so in die Richtung ist es irgendwie. Und sie setzt den Schallkopf drauf und genau so war es. Kopf nach unten, Füße waren links, aber der Rücken war hinten. Weshalb sich das Kind leider total blöd schallen lassen hat. Wir haben auch kein Foto bekommen. Sehr traurig, aber wir haben es gesehen und es hat verrückte Sachen gemacht. Es hat sich die ganze Zeit bewegt, hat nicht geschlafen und es hat den Mund ganz weit aufgerissen. Es war total lustig. Nicht etwa so, wie man es immer kennt im Ultraschall, wie die Kinder so irgendwie schlucken, so. Nee, so nicht, sondern richtig so. Und ich hatte das Gefühl, weil wir das Profil auch nicht vom Kind richtig geschallt gekriegt haben, es hatte so die Nase in der Plazenta, wer weiß, hat vielleicht am Mutterkuchen genascht oder so. Keine Ahnung. Ja, und die Fäustchen waren so vorm Gesicht. Naja, es war wirklich schön, es wieder zu sehen. Ich muss euch allerdings sagen, ich bin ja jetzt quasi alle 2 Wochen bei der Ärztin wegen genauer Kontrolle der Bauchdecke und so weiter und so fort. Das geht mir so dermaßen auf den Puffer, diese engmaschige Kontrolle und Untersuchung. Klar, ich könnte natürlich auch sagen, ich gehe jetzt nicht hin. Aber machst du ja auch nicht, wenn die Empfehlung der Ärztin anders lautet, oder? Also, ich gehe artig hin, bin jedes Mal angenervt, weil es mir den halben Tag raubt. Ich muss zwar nicht lange warten, aber die Untersuchung dauert ja auch immer so lang. Dann kriege ich nicht mal jedes Mal ein Foto. Oh, naja, egal.
Worüber ich heute richtig sprechen möchte mit euch, ist der Rhesusfaktor. Ich bin nämlich, wie ich schon öfter mal erwähnt habe, rhesusnegativ. Meine Blutgruppe ist B negativ und das wird man, da wird man dann schon, kriegt man schon mal so einen roten Sticker. Das ist der Ausweis von Yalu damals. Da hatte ich schon so einen roten Sticker drauf. Jetzt habe ich auch wieder den gleichen roten Sticker drauf. Da ich eine Hülle habe, habe ich mir jetzt selber so einen Sticker sozusagen gemacht, dass es von draußen gleich draufsteht, dass alle Bescheid wissen. Warum ist das so wichtig? Also fangen wir mal damit an, was ist der Rhesusfaktor überhaupt? Also der Rhesusfaktor ist ein zusätzliches Merkmal auf den Blutkörperchen. Rhesus-positiv bedeutet, es gibt eine zusätzliche Andockstelle auf den Blutplättchen. Rhesus-negativ bedeutet einfach nur, dass es diese Andockstelle nicht gibt. Das Verrückte ist, dass dieses Rhesus-negativ betrifft in Deutschland nur ungefähr 15% der Bevölkerung. Auf der Welt sieht es also so aus, dass 85% der weißen Europäer und der amerikanischen Bevölkerung und fast 100% aller Afrikaner, Asiaten und Indianer Nordamerikas rhesus-positiv sind. Also rhesus-negativ kommt da quasi kaum vor. In Europa, wie gesagt, dann schon eher. Bei uns, wie gesagt, sind es 15%, die rhesus-negativ sind. Amerika, Australien und ganz Ostasien haben teilweise keine Rhesus-Negativen. Und jetzt reden wir von Ureinwohnern. Ja, also in der Zwischenzeit haben wir uns ja alle ziemlich vermischt. Aber wenn wir von den Ureinwohnern ausgehen, ist das in diesen Teilen der Welt quasi nicht existent. Warum es diese Unterscheidung zwischen Rhesus-positiv und negativ gibt, das weiß man immer noch nicht so richtig. Dieses Antigen, was sozusagen vorhanden ist, positiv oder nicht vorhanden ist, negativ, macht im alltäglichen Leben nichts aus. Ihr seid perfectly fine, egal ob ihr positiv oder negativ seid. Interessant wird es nur dann, wenn ihr, wie gesagt, schwanger werdet oder wenn ihr eine Bluttransfusion bekommt. Warum ist es jetzt in der Schwangerschaft besonders interessant? Obwohl ihr ja, also ich als Mutter, ich bin rhesusnegativ. Rhesusnegativ wird rezessiv bzw. Nicht dominant vererbt. Das bedeutet, wenn ihr einen positiven Partner habt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass euer Kind auch rhesuspositiv ist, total hoch. Was auch bedeutet, dass ihr, obwohl ihr die Mutter seid, schon so eine Art wie einen kleinen Fremdkörper in euch habt. Deswegen ist ja auch euer Immunsystem in der Schwangerschaft so runtergefahren und so angreifbar. Ihr seid ja 20 Mal anfälliger für Krankheiten, als ihr das außerhalb der Schwangerschaft seid. Einfach, weil das Immunsystem halt auch nicht das Kind angreifen soll. Durch die Plazentaschranke gibt es also, wie gesagt, absolut eine Blutsperre zwischen euch und dem Kind. Zwar ist das Kind in euch, aber eure Blutkreisläufe vermischen sich nicht miteinander. Und deshalb ist es erstmal egal, ob ihr positiv oder negativ seid, vor allen Dingen beim ersten Kind. Wann kann es allerdings zu einer Unterbrechung dieser Blutsperre kommen? Wo könnte es passieren, dass mütterliches und kindliches Blut sich miteinander vermischen? Wahrscheinlich bei der Geburt, spätestens dann. Oder wenn ihr allerdings zwischendurch Blutung habt. Auch da könnte es passieren, dass sich euer Blut mischt. Ist jetzt euer Kind rhesus-positiv und ihr seid rhesus-negativ, beginnt euer Blut gegen das Blut des Kindes Abwehrstoffe zu bilden. Das ist für das erste Kind, selbst wenn es da passieren würde, wahrscheinlich erstmal nicht so dramatisch, weil das ja auch eine Weile dauert, bis euer Immunsystem Antikörper gebildet hat. Aber fürs nächste Kind ist es natürlich gefährlich. Was passiert also, wenn ihr schon Antikörper gegen rhesuspositives Blut gebildet habt und schwanger seid? Dann könnte es passieren, dass euer Immunsystem direkt die Blutzellen vom Kind angreift, weil die kommen nämlich durch die Plazentasperre durch und greift es an und wird aufgefressen. Das bedeutet, euer Kind leidet an Blutarmut. Wenn das bekannt ist, es wird auch immer ein Antikörpersuchtest gemacht. Ich habe hier jetzt einen gleich zu Beginn gehabt und ich hatte nochmal einen. Also es
werden zwei gemacht, meiner Meinung nach. Also ich habe jetzt definitiv schon zwei gehabt. Zwei Antikörpersuchtests wurden gemacht schon und sind beide Male negativ. Also ich hatte keine Durchmischung. Wenn bekannt ist, dass ihr schon Antikörper gegen rhesuspositives Blut gebildet habt, dann werdet ihr ganz genau während der Schwangerschaft beobachtet, sollte es euer zweites Kind sein. Oder vielleicht habt ihr bei einer Bluttransfusion schon mal positives Blut bekommen, dann könnte es auch sein, dass ihr Antikörper habt. Und im Notfall müsste dann das Kind sozusagen eine Bluttransfusion bekommen. Was macht man jetzt dagegen, um das zu vermeiden? Also, ich bin negativ und ich bin B-negativ, was 2% der deutschen Bevölkerung ausmacht. Ziemlich selten also. Meine Kinder sind beide AB-negativ, was nur 1% der deutschen Bevölkerung ausmacht. Das ist schon ganz schön verrückt. Und weil beide Kinder AB-negativ sind, war Marx und meine Vermutung, dass Marx auch negativ ist, weil er eigentlich positiv dominant vererbt wird. Das heißt also eigentlich, wenn der Vater positiv ist, müssten die Kinder auch positiv sein mit Träger halt des negativen Teils. Aber halt nicht phänotypisch erkennbar, also nicht dominant halt, ja. Und deswegen haben wir, um diese Anti-D-Prophylaxe zu vermeiden, haben wir Marc testen lassen und Marc ist tatsächlich A-positiv. Aber er muss wohl auch Träger des rezensiven Teils sein. Er hat mit Sicherheit irgendwo in seiner Linie auch mal jemanden drin gehabt, der negativ war. Und durch die, ihr kennt diese Mendelschen Kreuzungsgesetze, ist es halt durch Zufall passiert, dass sich zweimal bei uns das Negative getroffen hat und unsere Kinder beide negativ sind. Was super ist, weil ich diese Impfung gegen Rhesuspositiv sozusagen immer nur in der Schwangerschaft gebraucht habe und nicht nachträglich, nachdem das Kind geboren wurde. Warum kriegt man diese Spritze jetzt also zweimal? Die hält nur etwa 2 bis 3 Monate an. Deswegen bekommt ihr die auch so spät in der Schwangerschaft und nicht gleich von vornherein, weil die sonst nicht die gesamte Schwangerschaft überdauern würde. Was habe ich jetzt also für ein Präparat bekommen? Ich habe das hier bekommen. Das hatte ich in den anderen beiden Schwangerschaften schon, das habe ich gut vertragen. Warum ist es trotzdem eigentlich lieber zu vermeiden? Es ist ein Anti-D-Immunglobulin vom Menschen. Das heißt also, dieser Impfstoff, dieses Medikament, wird aus menschlichem Blut gewonnen. Normalerweise werden Impfstoffe ja aus Pferden oder Eiern gewonnen. Nein, dieses wird aus einem großen Pool von Menschen gewonnen, sozusagen. Und es ist ein krasser Eingriff ins Immunsystem. Wenn ihr die holt aus der Apotheke, dann dauert es, weil die schreiben sich die Chargennummern auf und es muss alles genau. Das heißt also, welche Spender kommen zu welchem Patienten? Es wird aufgeschrieben, wer ich bin, es wird aufgeschrieben, wer meine Ärztin ist, es wird aufgeschrieben, welchen Impfstoff, welche Charge ich bekommen habe. Warum? Weil es natürlich trotz dass natürlich alles total steril und alles ordentlich und getestet wird und so, kann es trotzdem zu Verunreinigungen kommen. Das letzte Mal in der DDR, in den 70er Jahren, ich glaube es war 77, 78, ist es passiert, dass ein Arzt, der für die Charge zuständig war, Blut von einer Hepatitis C-kranken Frau genommen hat. Der hat sich damals allerdings gedacht, naja, komm, das sind ja nur Teile von ihrem Blut und es ist so, so, so krass verdünnt. Da überlebt dieser Hepatitis C-Virus nie im Leben. Und er musste halt produzieren, er war unter Druck und hat deshalb das Risiko aufgenommen, diese Charge trotzdem zu nutzen, obwohl er wusste, dass die Patientin Hepatitis C hatte. Daraufhin haben die Mütter, viele, viele Mütter, Hepatitis C bekommen und auch die Kinder waren natürlich betroffen. Ja, ganz dumme Geschichte. Und genau deswegen ist das so engmaschig kontrolliert und genau deswegen hätte ich gerne darauf verzichtet. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und Schripple ist auch negativ, dann können wir uns die zweite Spritze auf jeden Fall sparen. Habe ich was vergessen? Ich gucke mal kurz in meine Notizen. Genau, vor 60 Jahren noch war es also riskant, weil vor 60 Jahren gab es diese Immunisierung noch nicht. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles gesagt, war jetzt auch echt viel.
Ich hoffe, ihr habt es mitbekommen. Ansonsten stellt gerne Fragen, unten kommentieren. Ich bin jetzt quasi Experte. Und dann die Spritze kriege ich in 2 Wochen. Ach so, Preis. Das Ding, man musste ich mir jetzt selber kaufen, kostet 91,39 Euro. Das ist kein Drama. Ich glaube, Kassenpatienten müssen die bestimmt nicht selber holen. Und meine Kasse wird es zu 100% zurückzahlen, auf jeden Fall. Ihr müsst es halt bloß erstmal auslegen. Bei Fragen kommentieren. Ansonsten seht ihr wie immer um mich rundherum das Abo, das nächste Video, das letzte Video und die Liste mit allen anderen Updates. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ach, ich habe meine Ringe abnehmen müssen. Meine Finger sind zu fett geworden. So ist es.